Hallo und herzlich willkommen zurück hier zu Die Sims 3 und unseren Teacher-Mellies, die hier, ja, die ein oder andere Herausforderung zu meistern haben. Wie zum Beispiel eigenständig die Spülmaschine reparieren. Yay, wir haben Singogramm mit 100 Simoleons entlohnt bekommen. Sehr schön. Und ich hoffe, Melly hat jetzt endlich mal Feierabend. Melly ist schon den ganzen Abend hier irgendwie nur unterwegs und, ja, versucht hier die ganzen Singogramme zu überbringen. Die meisten irgendwie sind komischerweise alle von Prestons Teacher geordert, also dem Bruder von Melinda. Ha, komisch, komisch. So, wir werden uns hier auf jeden Fall mal ein bisschen aufhübschen. Warum sind wir denn so erschrocken? Miau? Manchmal bleibt man beim Spielen irgendwo mit den Krallen hängen. Macht ihr nichts draus? Das kann selbst einer Katze von Weltrang passieren. Alles klar. Wir scheinen sehr schreckhaft zu sein, was das betrifft. So, Melinda, dann sei mal so lieb und spiel mal hier eine Runde mit Sana. Sana braucht dringend ein bisschen Aufmerksamkeit. Der ganze Tag ist irgendwie um und sie war die ganze Zeit alleine zu Hause. Das ist irgendwie nicht so schön. So, genau, wir kümmern uns erstmal um das Fell und loben sie dann mal fürs Ordentlichsein. Dann passt das alles schon ganz gut. So, Melly fühlt sich hier auch langsam wohl. Dann kann sie mal hier noch ein bisschen aufräumen. Und dann kann Melly auch was essen. So. Hand beschnüffeln lassen können wir ja auch mal. Und jetzt klingelt auch das Telefon. Ah, cool. Wir wurden hier gerade mit dem Merkmal ordentlich belohnt. In ein paar Tagen ist Gruseltag. Und Geschäft, Bäckerei, Konditorei hat einen Rabatt. So, wo ist denn das Telefon? Hier in der Küche. Kommen wir da ran? Das sieht so... Ja, ich glaube, wir kommen ran. So, dann schnappen wir uns ja vielleicht auch einfach mal ein paar Gemüserollen. So, Sana geht es auf jeden Fall schon besser. Das ist super. So, gestreichelt werden möchte sie aber trotzdem nicht. Dann können wir ihr aber mal versuchen, ein Leckerchen zu geben. Paul Best ist schon ziemlich alt und wird nicht ewig leben. Es wird Zeit, dass du Paul Best noch einmal besuchen... Hä, wer ist denn Paul Best? Hä? So, hier ist Caroline. Wer bist du? Du bist Ardeen. Du bist Edward. Das ist Steve Cup. Hä, wer hier ist Paul Best? Das ist Frank. Das ist Evan oder Evan Best. Okay, aber anscheinend irgendeiner von ihnen hier ist schon ziemlich alt. Aus seiner Familie, aus seinem Haushalt, irgendwie da die Ecke halt. Kann ich mal noch eine Runde reden? Dann geht es da Sana, glaube ich, auch ganz gut. So, und ich glaube, wir schicken Melly dann mal gleich ins Bett. Den Rest kann Melinda noch machen, weil Melinda hatte ja heute frei. Obwohl, Melinda ist voll müde. So, wir wollten aber mit Sana Melinda noch anfauchen. Okay, nicht so nett, aber können wir ja trotzdem mal machen. Dann erfüllen wir uns da auf jeden Fall den Wunsch. Oh, das fand ich so gut. Wir müssen uns irgendwie wieder einkratzen. Komm, wir kratzen uns wieder ein. Oh, es gab ja Minus-Minus-Punkte. So, wir verstecken uns dann hier jetzt einfach mal zum Schlafen, würde ich sagen. Und das räumen wir... Alter, ist der Wäschekorb schon wieder voll? Willst du mich verarschen? Okay, gut. Wir waschen dann gleich nochmal Wäsche. Was geht denn hier? Okay, wir sind zu müde zum Wäschewaschen. Okay, wir machen den Haushalt dann später mal. Hätten wir vielleicht doch Melly das noch machen lassen sollen. Melly war von uns beiden noch am besten drauf. Ah, das ist ja manchmal hier ein bisschen komisch. Ja gut, dann warten wir einfach mal, bis die beiden ausgeschlafen sind. Sana schläft ja jetzt hier auch erstmal eine Runde und wir wollen etwas unter etwas erkunden. Ach cool, können wir auf dem, unterm Bett auch machen. 38 Fahrzeuge wurden gelöscht. Wissen wir Bescheid. So, Sana ist hier viel schneller ausgeschlafen als die Mädels. Aber ich glaube, Sana muss dafür auch wieder viel schneller schlafen. Das ist so meine Theorie. So, da ist es mittlerweile auch schon 4 Uhr. Ha, die Zeit vergeht. So, Sana. Ich glaube, wir können dich dann auch gleich mal da kratzen lassen, wenn du wach wirst. Das scheint mir... Wow. Was zur Hölle war das? Wow, das war ja mitten im Haus. So, wir haben uns mega erschrocken. Ach je, ey, arme Sana. Ne? Oh. Ja gut, aber jetzt gehen wir hier so ein bisschen bei unserem Häuschen kratzen. Das ist ja auf jeden Fall auch schon mal nicht übel. So, dann können wir hier mal aus dem Napf fressen und eine Runde spielen gehen. So, Melinda muss bald aufstehen und wir träumen davon, 200.000 zu besitzen.
Ja gut, ich pack das mal hin, aber ich glaube, wir werden es eh wieder rauslöschen, weil es könnte vielleicht noch ein bisschen dauern, ehe das passiert. So, die Palme wackelt hier noch hin und her. Hey Melli, unser Haustier Hund hat gerade Junge bekommen. Was? Wir fänden es wunderbar, wenn du eines davon adoptieren könntest. Komm einfach vorbei, wenn du es einrichten kannst. Wie geil ist das denn? Ja gut, werden wir dann mal machen, ne? Wir schauen dann mal vorbei, was da passiert ist. So, die Fahrgemeinschaft kommt in einer Stunde, aber das dachten wir uns schon fast. So, dann machen wir uns hier mal arbeitsfertig meine ich. Genau, wir legen uns einfach wieder hin. Sehr geil. So, sind wir denn jetzt ausgeschlafen? Perfekt, dann räumen wir hier mal gleich das ganze Zeug weg. Obwohl, der Wäschekorb ist bestimmt wieder voll. So, Melinda war jetzt zwar nicht nochmal was essen, aber ich glaube, wir werden es überleben. So, wir räumen wieder und hier unten stellen wir bestimmt wieder fest, dass alles voll ist. Was ist denn hier jetzt kaputt? Warum hängen wir denn im Postboten fest? Hallo? Hä? Warum hängen wir im Postboten fest? Ist mir jetzt egal, ganz ehrlich. Wir gehen zur Arbeit. Was soll das? So, wir waschen hier nochmal Wäsche. Dann wird der Wäschekorb da hoffentlich mal leer. Ey, der ist immer noch nicht leer. Wir waschen immer nur das, was wir gerade vor unserer Nase haben. Das gibt's doch gar nicht. Oh, wir sollen wieder die Impfklinik machen. Oh, ich will Geld verdienen, nicht immer die Impfklinik. Und warum sollen wir immer Leute impfen? Warum? Wie viele Impfungen gibt's denn hier? Unglaublich. So, das können wir auch mal sauber machen. Bevor es hier erst richtig dreckig wird. Und dann schnappen wir uns hier mal was zu frühstücken. So, die Waschmaschine ist fertig. Das heißt, wir föhnen erstmal hier die Kleidung in den Trockner. Ups, lass dich mal anklicken. So, Kleidung in den Trockner. So, dalle. Und dann waschen wir noch den ganzen Mist aus dem Wäschekorb. Dann schnappen wir uns jetzt aber endlich was zu essen. Heilige, und da müssen wir schon wieder 10 Gramm überbringen. Medizinisches Personaltreffen können wir auf jeden Fall nochmal eine Runde machen. Ich würde halt gerne auch mal ein bisschen forschen, aber irgendwie kriegen wir auch kein Heft mit. Das ärgert mich irgendwie total. So, das sollten wir hier mal wegräumen. Das stinkt hier schon alles voll. So, läuft schon besser. Das machen wir mal sauber. Dann holen wir das mal aus dem Trockner. Wow, und bei uns sammeln sich einfach schon wieder die Zingogramme bis zum geht nicht mehr. Das ist ja irgendwie ein bisschen ungünstig. So, das räumen wir aus. Wow, jetzt haben wir einen Schlag gekriegt von der Wäsche. Aber es ist leer. Sehr gut. Dann geben wir die Kleidung hier mal in den Trockner. Warum leuchtet die Lampe hier eigentlich die ganze Zeit? Komisch. So, scheiß mal aufs Telefon. Wir müssen uns hier mal fertig machen. Weil wir sind gleich wieder die ganze Zeit... Paul Best ist von uns gegangen. Jeder muss einmal gehen. Wichtig ist nur, dass man sein Leben in vollen Zügen genossen hat. Oh. So, wir... Nein, Impfklinik hatten wir gesagt, wollen wir nicht. Wir führen jetzt hier mal eine Runde unsere Arbeit aus. Hilfe, herrje. So, wie geht's Sana? Sana hat schon wieder so leichte Probleme mit sozialen Kontakten. So, die Wäsche ist fertig. Sehr schön. Ah, hier ist was los. So, dann gehen wir hier mal schnell ins Katzenklo. Sehr gut. Wir kennen jetzt alle unsere Kollegen. Wir haben das Dingel überbracht. Wir haben eine Einladung zur Party gekriegt. Und wir überbringen mal das nächste Zingogramm. Wir haben immer noch keinen Kürbis geschnitzt. Das gibt's doch nicht. Wir unterhalten uns jetzt einfach mal weiter mit den Kollegen. Gut, Essen haben wir auf Arbeit auch gekriegt. Perfekt. So, Zingogramm ist in Action hier. Dann gleich mal das nächste. So, Terra schmeißt immer noch eine Party. Aber wir wollten ja eigentlich... Oh, zu Preston müssen wir auch schon wieder. Ah, hier ist was los. So, nächstes. Oh mein Gott, warum sind das denn so viele? Ach so, Melinda ist ja gerade noch auf Arbeit. Mein Fehler. Wir gehen einfach mal in die Kartenansicht. In der Hoffnung, dass wir dann hier mal sehen, wo unsere... Achso, hier ist aber noch unser medizinisches Hilfsprogramm, was wir einfach vollkommen ignorieren. Gar kein Problem. So, aber wir könnten die Impfklinik auch noch bis kurz nach Feierabend machen, oder? Ist doch eigentlich auch eine Option. Wo sind wir gerade eigentlich? Ach, im Fitnessstudio. So, dann... Wo ist denn die nächste Arbeit? So, einmal ausführen hier. So, und Impfklinik, würde ich sagen, machen wir jetzt kurz vor Feierabend, denn dann haben wir da auch noch was zu tun. Wann haben wir überhaupt Feierabend? 17 oder 18 Uhr? Um 19 Uhr erst. Okay, dann haben wir da erst recht noch ein bisschen Zeit. Ha, so, wir können es ja mal ein bisschen ruhiger angehen lassen, weil unser Spaß sieht gerade irgendwie nicht so toll aus.
So, wo sind wir denn jetzt hingelatscht? Um das Zengogramm zu überbringen? Ich habe keine Ahnung. Gott, wo sind wir? Weil jetzt sind alle irgendwie wieder in den Häusern verschwunden. Okay, jetzt sind wir irgendwie wieder bei Garkheim. Dann erledigen wir hier jetzt einfach noch den Job. Ich hoffe, wir sind da noch irgendwie in Aktion. Ne, wir fahren schon wieder Taxi. Wo zur Hölle sind wir? Warum sehe ich Melly hier auf der Karte immer nicht? Achso, doch, wir sind hier beim Fitnessstudio. Alles klar. Dann taugt das ja. So, dann gehen wir hier mal unseren Job erledigen. Ach Gott, hier ist was los. So, da steigt in Kürze die Party. Das haben wir ja schon mitgekriegt. Hier sind noch Informationen. Hier ist Zengogramm, hier da. So, und hier ist auch noch die Einladung. Und wir haben noch ein Zengogramm übrig. Oh, heilige. So. Ja gut. Können wir das auch noch nach Feierabend machen? Oder verfliegt es denn nach Feierabend? Weil ich hätte schon gern die Beförderung, weil wir kriegen jetzt 100 pro eine Beförderung. Ich bin mir da ziemlich sicher. Tada! Da! So, wir haben 957 verdient. Wir haben heute Bereitschaft, aber wir können jetzt die Impfklinik halt nicht mehr machen. Das ist halt dann so das Ding. Herzlichen Glückwunsch. Die gute Leistung von Melinda hat ihr einen Bonus von 1164 und eine Beförderung eingebracht. Sie ist nun Ärztin im Praktikum. Wupp, wupp. okay. Die unzähligen Stunden, die du dich als Assistenzärztin in der Klinik abgerackert hast, waren kein Zuckerschlecken. Aber dein neuer Job als Ärztin im Praktikum beweist ja, dass der medizinische Sachverstand und deine Bereitschaft, Leben zu retten, endlich Anerkennung finden. Nun dauert es nicht mehr lange, bis du dich spezialisieren darfst. Doch bis dahin solltest du dein Dasein als Allgemeinmedizinerin in vollen Zügen genießen. Yay. So. Und wir müssen hier noch das eine Zengogramm ausführen. Hey, das haben wir voll gut gemacht. Ich bin voll stolz auf uns. Wir wurden befördert. Stufe 5. Yay. So, wir sollen schon wieder ein Zengogramm ausführen. Das gibt's doch gar nicht. So, wir sollen Zauberkünstler zuschauen. Und wir wollen eine Runde Tau ziehen. Ich finde das Tau ziehen super. Wir gehen gleich mal zu den Jungs. Ist keiner da? Wow, Helen ist gerade nicht da. Ist sonst auch keiner da? Krasser Shit. Dann besuchen wir einfach mal die Party von Terra. Während wir mal gucken, sind wir gerade echt bei Wo ist denn das nächste Zengogramm? Haben wir noch ein Zengogramm? Okay, wir gehen mal noch hier das erledigen. Dann kriegen wir auch bald wieder die nächste Beförderung. Auch nicht schlecht. So, sind wir hier mittlerweile bei der Party angekommen? Sind wir? Haben wir mittlerweile ein Heft zur Forschung, das wir lesen können? Ja, sehr gut. Wir können mittlerweile was lesen. Voll gut. So, wie sieht's denn hier aus? Oh, Paul ist auch da. Oh, hallo, Paul. Voll gut. Komm, wir schneiden mal eine Grimasse. Oh, Paul! Hihi. Wie gut ist das denn? Ja, ihm steht das Alter irgendwie voll gut. So, wir sind wieder todmüde. Weil wir hier wieder so viel gemacht haben einfach. Paul, bleib mal stehen. Wo rennen wir denn jetzt hin? So, Melly sucht immer noch den Job. Perfekt. So, dann gehen wir mal gleich zur nächsten Arbeit. Hello, Daddy. können wir mal die Beförderung verkünden? Vielleicht freut sich Paul da. und dann können wir auch gerne nochmal mit unserem Abschluss prallen. Was wir nicht alles geschafft haben. Ne? Eltern sind ja immer stolz auf ihre Kinder. Gott, wie sieht die Küche aus? Alter, was geht mit den Mädels hier? So, Monika können wir ja auch mal Hallo sagen. Können wir einmal hier eine Runde bewundern. Dann sind wir hier mit einem mal beschäftigt. Terra, bleib mal stehen. Dich wollten wir ja auch noch sehen. Einmal hier eine Grimasse schneiden. Geistesabwesen. Künstlerisch veranlagt. Perfektionistisch. So. Terra ist am Start. Yay, wir freuen uns alle, dass wir da sind. In Erinnerung an Studentenleben schwelgen ist natürlich auch super. So, aber wir wollten noch zu den Jungs rüber. Warum ist da irgendwie gefühlt keiner da? So, wir können jetzt nochmal die Arbeit ausführen. Wow, aber immerhin ist die Frau hier gerade im Haus. Oh, Sarah, wenn wir gerade von der Frau im Haus sprechen. Okay, Sarah ist irgendwie abwesend. Sarah, bist du wieder anwesend? Ja, Sarah ist wieder anwesend. Sie kam gerade anscheinend von irgendwo. Sarah, bleib doch mal stehen jetzt hier. Gott, für Zwillingsschwestern seid ihr manchmal ganz schön anstrengend. Aber ich glaube, das waren sie irgendwie schon immer. Was habe ich getan? Schere, Stein, Papier, Gott sei Dank. Hätte doch viel schlimmer kommen können.
Wir können ja mal eine Runde loben und ein Kompliment übers Haus machen. Wir sind ja da total offen für alles. So, wieder mal ein bisschen angefreundet. So, und jetzt würde ich gerne gucken, ob bei den Jungs endlich jemand da ist. Perfekt. Dann besuchen wir jetzt mal die Jungs. So, ist Melly mittlerweile zu Hause? Ach nee, sie muss ja hier noch das Zingogramm überbringen. Ich erinnere mich da an was. So, dann gehen wir jetzt mal zu den Jungs hier. Und schau mal, was hier für Welpen rausgekommen sind. Ich meine, hallo, was ging denn hier? Was haben wir verpasst? Ding dong. So, können wir hier irgendwie mal nach unten? Hallo, Jungs. Seid ihr da? Ich würde gerne reinkommen. Geht das? So, jetzt sind wir da. Sehr gut. So, wo sind denn die Welpen und von wem? Von Irina oder von Mina? Und mit wem? Mit Flo oder mit Wesco? Ich bin verwirrt. Warum sehe ich keinen? Was macht Clara da? Clara, was machst du da? Aber jetzt nochmal die Frage, wo sind die Welpen? Hallo? Und wo ist Wesco? Ich wollte gerne mit Wesco Tau ziehen. Wesco ist irgendwie auch nicht da, nur Flo ist da. Ach, da ist Wesco! Wesco! Wesco kommt gerade erst nach Hause. Wir müssen noch warten, bis Wesco nach Hause gekommen ist. So, Wesco war da, sehr schön. Einmal eine Runde Tau ziehen! Yay! Darauf haben wir uns den ganzen Tag gefreut. So, wir müssen immer noch das Zingogramm überbringen. Wir versuchen es mal nochmal. So, wir fallen gleich vor Müdigkeit um, auch gut. So, das klicken wir hier mal weg und das auch. Und dann müssen wir mal hier das Wert von mindestens... Ah, da ist Mina. Hallo Mina. Alle sind irgendwie zu Hause. Es ist schwer, eine Freundschaft aufrechtzuerhalten. Alles klar. Glückwunsch. Melly wurde vom Stadtrat der Stadt Starlight Chancen Anerkennung ihrer ausgezeichneten Arbeit der Titel Lokale Berühmtheit verliehen. Es wird Zeit, dass du an deinem Image arbeitest. Du hast ein brandneues Bühnenoutfit und mit den Aufnahmen von deinen eigenen Liedern und vier Singogramm kannst du nun Alben verkaufen, um Präsenz zu zeigen und Simoleons zu verdienen. Yay, wir kriegen jetzt 532 die Woche. So, aber was für ein Tier können wir denn jetzt hier adoptieren, bevor wir hier voller Müdigkeit umfallen? So, wir fragen einfach mal David. Mal gucken, was David davon sah. Egal, was er dazu sagt. So, und Melly schicken wir jetzt mal nach Hause. Wow, jetzt laufen die beiden auch noch aneinander vorbei. Es ist immer wieder ein Träumchen. So, immerhin bleibt er jetzt mal hier unten stehen. Oh, Helen kommt auch nach Hause. Mensch, hier ist ja rege was los. Oh, es ist auf jeden Fall Mina. Und mit den Flecken zu urteilen, würde ich fast sagen, dass Wesco da dabei war. Oh, Tiffany. Oh, schwimmt gern und ist nicht zerstörerisch. Schwimmt gern und nicht zerstörerisch. Oh, wollen wir Poldi mitnehmen? Weil Tiffany sieht so ein bisschen aus wie ein Fleckenteppich, muss man ja sagen. Aber Poldi sieht voll süß aus, so, ne? Komm, wir nehmen mal Poldi mit. Ja, wir nehmen Poldi mit. Poldi, kommt zu uns. Ja! Poldi, komm mit. Ja, wir zeigen dir die große, weite Welt. So, wo ist Poldi jetzt eigentlich? So, wir fahren ein Stück die Straße runter. Und fahren genau wohin? Hä? Warum fahren wir jetzt zum Park? Ist Poldi im Park? Oh, die beiden sind hier im Park. Oh, und der kleine Fleckenteppich Tiffany sieht auch super aus. Oh, ihr seid so süß. Aber wer hat euch denn im Park gelassen, Heilige? Oh nein, jetzt muss Tiffany ganz alleine nach Hause. Oh nein. Oh, Tiffany muss alleine gehen. Oh, das ist voll traurig. Aber Tiffany stört sich nicht an Wegen. Tiffany läuft wenigstens einfach gerade schnurstracks hier runter. Oh. Was ist denn hier bitte los? Oh, ist das putzig. Oh, wie süß. Oh, Tiffany, du bist so niedlich. Oh, wie niedlich bist du denn bitte? Ich hoffe, du schaffst den Weg hier irgendwie nach Hause. Wir haben es mittlerweile nach Hause geschafft. So, und jetzt ist Sana auch nicht mehr so alleine. Das ist ja auch schon mal was. So, wir gehen dann hier am besten auf Toilette. Das müssen wir auch mal eine Runde recyceln. Dann Rechnungen bezahlen und noch was essen am Abend. Und Melly muss ganz dringend ins Bett. So, dann setzt Poldi mal ab. Ne, Poldi? Eigentlich wollten wir nur Katzen, aber jetzt haben unsere Brüder einfach mal Nachwuchs gekriegt. Beziehungsweise die Hunde unserer Brüder.
Oh, wie süß ist das denn? Können wir noch die Hand beschnüffeln lassen, bevor wir hier umfallen? Oh, voll süß. So, wir müssen jetzt aber dringend mal schlafen hier. Und Melly kümmert sich um den Rest. Oh Gott, ich hoffe, ihr hattet viel Spaß beim Zusehen. Und das wird sich auch beim nächsten Mal wiedersehen. Und oh mein Gott, ist Poldi nicht süß, ey. Oh, oh wie putzig. Dann vielen lieben Dank fürs dabei sein und bis zum nächsten Mal. Ciao.